Moin Leute, willkommen hier bei World of Warships, ich bin schon in Incomparable. Ich wollte jetzt einfach nur reinpushen direkt, aber natürlich kriegen wir direkt eine Runde mit drei Zerstörern, was halt einfach so wieder ein Stinkefinger ist, Mann. Ich weiß ja nicht, ich meine, Gaming Shima, alles one-shottet mich. Okay, eine Kurbel ist links da auf dem Weg. Ich heile mich jetzt schon mal. Wir gleich Leben haben zum Pushen. Kleber ist da hinten. Wir haben schon Zerstörer verloren natürlich. Ja, was macht den Gearing da? Das gefällt mir gar nicht. Heitor habe ich noch an. Oh, Scheiße. Oh. Sehr angenehm, muss ich sagen. Das ist aber nicht angenehm für ihn. Müssen wir mal eben bremsen. Ja, doch lieber vorwärts. Ich weiß ja nicht, was für Torpedos gleich kommen. Problem solved, Sir. Wäre es vielleicht cleverer gewesen, wegzufahren? Ja, es wäre vielleicht ganz gut gewesen. Ja, wir haben ein Torpedo getroffen. Ich meine, wo ist denn unsere Montana gestorben? Wie Kleber? Ne, Kleber wurde von der Hobert gerade getötet. Origolo wurde von der Kleber gekillt. Wie ist die Montana gestorben? Warum schießt er weiter, obwohl er nicht mehr in seiner Smoke ist? Das ist irgendwie sehr tödlich. Komm, das Scheiß kriegst du hin, ich glaub an dich. I believe in you. Oh, nice. Ha! Na, hätte ich die beiden Schlachtschiffe weggehauen, wäre echt gut gewesen, aber. Sind wir mal ehrlich. Hat schon damit schlecht angefangen, dass ich auf einmal zwischen den beiden war, in so einem Sandwich.
Da hätte ich echt doch lieber bei der Insel bleiben sollen und dann die dazu nutzen. Ach Mann, warum fällt mir das immer, nachdem ich gestorben bin, ein? Das ist so dumm. Ja, manchmal ist man, dann ist man einfach zu scharf darauf, einmal reinzufahren und dann einfach alle wegstorben. Nein, ne? Ganz ehrlich, aber selbst wenn ich die zwei gekillt hätte. Ja gut, wenn ich. Also ein gekillen. Beide killen? Also einen killen könnte ich auf jeden Fall, aber ich frage, selbst wenn jetzt zwei einzigen eins wäre gegen eine Shima, die feiern am übelste Punktevorteil. Ich meine, rein theoretisch könnte die Shima auch einfach im Heck zu der Minotaur fahren. Ihn einfach Zitadellen, wenn er Beute zeigt. Oder jetzt halt einfach nach A fahren, alles einnehmen. Ach ja, ob wir halt gewonnen hätten, ist es halt, ne? Aber es wäre auf jeden Fall deutlich. Schadenmäßig hätten wir auf jeden Fall deutlich mehr gehabt, dann hätte ich das so gemacht. Nächstes Mal. The enemy is about to win. Ich glaube, den frisst er sogar. Alter. Ja, jetzt kann die Shima auch Gun bauen. Ja, okay. Er ist tot. Oh, nee, doch nicht. Jetzt aber. Oh, Shima, gönn ihn dir. Okay. Da kommt der lachende Zweite. Oder lachende Dritte, eher gesagt. Zweiter aus dem Team. Und der Dritte einfach von denen, die da sind. 20 Streifen, weiß ich immer der Dritte, ne? Da hat sich die Shima mit der schönen Minotaur gestritten und dann, naja. Aber schön, der Einzige mit 1000 Base XP zu sein. Fragt man sich, was die Mates gemacht haben. So, das war eine Runde in Incomparable. Ich glaube, ich hau einfach gleich nochmal eine raus. Ey, ich habe irgendwie jetzt Bock auf das Schiff. Ich habe es ja auch noch nicht so oft gespielt, muss ich sagen, obwohl ich es schon so lange habe. Ich habe es ja auch neu, ne? Immer noch. Boah, wie viele Runden habe ich mit dem gespielt, mit dem Schiff? Ich weiß gar nicht. 5, 6 Stück vielleicht. Ja, echt nicht viel. Aber ich spiele meine Freizeit halt nicht so viel, wie du es, damit ich halt Bock habe aufzunehmen. Also halt allgemein das Spiel aufzunehmen. Ich nutze die Lust auf das Spiel dazu aufzunehmen. Und wenn ich keine Lust auf das Spiel habe, spiele ich es halt nicht. Jetzt habe ich Lust auf die Incomparable, deswegen sehen wir uns wahrscheinlich gleich wieder, oder morgen eher gesagt, in einem neuen Incomparable-Video. Das will ich damit sagen. Moin Leute, willkommen hier bei World of Warships in der Incomparable. Zerstörern 2 Stück, und aber sonst irgendwie U-Boot und so ist nicht am Start, Zivi. Also Spaßrunde, yeah! Ja gut. Schon gewundert, wo die Feinde sind. Die Schüsse gingen safe. 100% auf mich. Okay, das ist eine Vampire. Torpedoes direct front. Vielleicht schlecht, weil er hat auch sein Heito schon benutzt. Na egal. Engine boost deactivated. Spotter L. Wir haben eine Hindenburg. Die Feinde haben eine Petro.
Okay, die Marceau ist tot. Ganz ehrlich sagen, die Petro geht mir schon echt ganz schön auf die Nerven da rechts. Wegen ihm kann ich nicht jetzt schon rein die Holo holen. Muss ich aber glaube ich auch gar nicht. Wenn das die Dingen schon für mich macht. Oh, die Torpedos kommen richtig gut. Nice. Die Republic ist da noch. Da haben wir noch ein bisschen Luft auf jeden Fall. Turret critically damaged. Okay. Haben wir ein Problem jetzt auf jeden Fall. Problem solved, sir. Taken the lead. Enemy cruiser destroyed. Okay, das Problem haben wir beseitigt. Na, ich bin kein Fan davon, diesen Schiff reinzufahren, weil echt ganz schön schwer sind, damit klarzukommen. Victory is in sight. Engine boost deactivated. Ah, verdammt, nur die oberen sind runter durchgekommen. Schade. Oh. Hat aber gereicht. Ich muss jetzt echt aufpassen, nicht, dass ich nochmal gewinne und dann Rang 1 bin. Nicht, dass ich dann nicht mehr gewertetes Gefecht spielen kann, das wäre ein bisschen blöd. Aber naja, oh, 999. Es ist so selten, dass man sowas mal sieht. Ich hatte mal 1111 als Basis-XP, das war lustig. Ich weiß nicht, ob ich die Runde aufgenommen habe oder nicht, ich glaube aber nicht. Und wenn, dann habe ich es wahrscheinlich im Video erwähnt. Hundertprozentig. Gut. Ja, wir haben mal ganz gut Schaden gemacht. Ich meine, die,
Pedro war echt gar nicht mal so ein großes Problem, muss ich sagen. Okay, der hat uns 34.000 Schaden mit AP gemacht, der Junge. Okay, ne, man meint, er war schon ein großes Problem. Ja, ganz ehrlich, selbst so angewinkelt drückt er einem noch so viel, das ist unglaublich. Na gut, er hat auch sehr viel Zeit gehabt, uns auf uns zu schießen die ganze Zeit, deswegen. Nur, dass wir so viel Schaden kassiert haben. Ja, sonst. Republic hat einmal eine gute Salve auf uns gehabt. Ich habe tatsächlich gehofft die ganze Zeit, dass er nicht auf mich schießt, aber da war er wohl sehr aufmerksam. Die Montana war es Gott sei Dank nicht. Sonst hätte er uns auch noch was reindrücken können, vielleicht. Naja. Wir sind ja auch ganz schnell, deswegen muss man da auch ein bisschen vorhalten, dass manche Leute machen das nicht, weil Schlachtschiff ist dann gleich immer langsam oder halt nicht sehr schnell. Dementsprechend, naja, hat man da meistens vielleicht Glück. Nur bei Leuten, die das halt nicht so gut können mit dem Vorhalten und so. Aber ja. Das war mal eine knackige Runde nochmal in Incomparable. Danke fürs Zusehen und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.